Hallo zusammen, wir sind es gewohnt, die Tiere um uns herum und unsere Pfleglinge als unsere kleinen Brüder zu bezeichnen. Aber glaubt uns, die Größe mancher dieser Lebewesen könnte euch richtig verblüffen. Sie sind nicht nur kleiner als wir. Einige davon kann man sogar mit bloßem Auge nicht sehen. Heute erzählen wir euch von den winzigsten Reptilien, Säugetieren, Fischen und Vögeln unseres Planeten. Lasst uns loslegen. Mini-Pferd. Auf den ersten Blick scheint dieses Tier sich durch nichts von einem herkömmlichen Pony zu unterscheiden. Doch in Wirklichkeit weisen die beiden Pferderassen sehr wohl Unterschiede zueinander auf. Und zwar ziemlich große. Während Ponys einen disproportionalen Körperbau haben, kurze Beine und einen riesigen Kopf, handelt es sich bei einem Mini-Pferd im Grunde um eine fünffach verkleinerte Kopie eines ganz normalen Pferdes mit einem wohlgebauten Körper. Come on, baby. Diese Miniaturlebewesen sind aber kein Arbeitsergebnis eines spitzfindigen modernen Züchters. Einigen Angaben zufolge wurden sie bereits im 7. Jahrhundert vor Christus von Menschen genutzt. Ihre Darstellungen lassen sich unter anderem auf uralten keltischen Hausratsgegenständen finden. Früher, zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts, hat man Mini-Pferde in England als Lasttiere in Kohlenbergwerken und Erzminen eingesetzt. Hey, you, finally awake. Der Grund dafür war, dass diese Lebewesen sich trotz ihrer bescheidenen Körpergröße als sehr zäh erwiesen haben. Sie können ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts tragen, das heißt etwa 400 Kilo. Heutzutage müssen sie sicherlich nicht mehr solche schmutzigen Arbeiten verrichten und sind weltweit als Haustiere sehr beliebt. Ihre Größe, ihr sanftes Gemüt und ihre Menschenfreundlichkeit ziehen tausende Menschen an, die immer von einem eigenen Pferd geträumt, aber es sich wegen Geld oder Platzmangel nicht leisten konnten. Und übrigens, in den USA werden Mini-Pferde als Blindenführer eingesetzt. Zwergseidenäffchen. Die einen glauben daran, dass die Menschen von Adam und Eva abstammen, die anderen behaupten, dass unsere Vorfahren Affen waren. Tja, wenn jene Affen genauso niedlich waren wie diese hier, dann geben wir der letzteren Theorie einen Daumen hoch. Die sogenannten Zwergseidenäffchen zählen zu den kleinsten Primaten unseres Planeten und kommen in Lateinamerika, aber vorwiegend in Brasilien vor. Die winzige Körpergröße dieser Tiere ist einfach erstaunlich. Selbst großwüchsige Zwergseidenäffchen sind höchstens 30 cm groß und wiegen nur 400 Gramm. Und die kleinsten Exemplare bringen etwas mehr als 100 Gramm auf die Waage. Dabei haben sie eine extrem lebendige Mimik, die der menschlichen stark ähnelt. Leider werden sie aufgrund ihres bezaubernden Äußeren und ruhigen Charakters oft Opfer des illegalen Wildtierhandels. Und das Schlimmste daran ist, dass die Geschöpfe eine besondere Pflege und eine erhöhte Aufmerksamkeit seitens ihrer Besitzer benötigen. Ihr irrt euch also, wenn ihr glaubt, dass ein Zwergseidenäffchen ein hübsches Haustier wäre, das euch keine Probleme bereiten würde. Diese Affen brauchen einen besonderen Ernährungsplan, der unbedingt Obst, Gemüse, gekochtes Fleisch, Fisch, Nüsse, Saft und sogar lebendige Insekten umfassen soll. Des Weiteren sind für diese Primaten UV-Strahlen lebensnotwendig. Deshalb sollte man eine spezielle UV-Lampe an den Käfig montieren. Außerdem ist ausdrücklich davon abzuraten, ein Zwergseidenäffchen nach draußen zu tragen, zumindest in seinem ersten Lebensjahr, weil es sich mit menschlichen Krankheiten wie Grippe oder Herpes anstecken und sogar daran sterben könnte. Rokesia. Dieses Chamäleon ist derart winzig, dass es sich nicht einmal tarnen muss, um sich vor fremden Augen zu verstecken. Rokesia ist die kleinste Eidechse der Welt, die in der Regel eine Körpergröße von nur 45 mm erreicht. Diese außergewöhnlichen Reptilien sind auf Madagaskar heimisch und im Unterschied zu den anderen Chamäleons besiedeln sie keine Bäume, sondern leben am Boden, zwischen Blattlaub. Genau aus diesem Grund haben sie eine braune Körperfärbung, ganz passend zu ihrem Lebensumfeld. Interessant ist, dass es laut Experten einen Zusammenhang zwischen ihrer winzigen Größe und der Tierwelt der Insel Madagaskar gibt. Dort gibt es nämlich keine Raubinsekten, die sich von kleinen Tieren ernähren. Doch sollte sich die Situation eines Tages verändern, könnte Rokesia laut Wissenschaftlern ein für alle Mal von der Erde verschwinden. Pedophrine amauensis. Es ist ohnehin keine einfache Aufgabe, einen gewöhnlichen Frosch zu fangen. Und diesen Winzling aufzuspüren, würde sogar einem Profi schwerfallen. Allein deswegen, weil man das klitzekleine Tier dabei leicht verletzen könnte. Die Vertreter dieser Froschart sind die kleinsten Wirbeltiere der Welt. Ihre Körperlänge beträgt etwa 7 mm. Doch in der Natur gibt es etwas größere Unterarten davon. Diese Froschart wurde übrigens erst vor kurzem entdeckt, nämlich 2012. Damals sind amerikanische Wissenschaftler auf einen bisher unbekannten Mini-Hüpfer in der Laubschicht des Regenwalds von Papua-Neuguinea gestoßen.
gestoßen. Und zwar ganz zufällig. Zwei Wissenschaftler haben in der Nähe des Dorfes Amau neben ihr Zelt gewohnheitsgemäß ein paar Aufnahmegeräte gelegt, um die nächtlichen Waldgeräusche aufzuzeichnen und sind anschließend schlafen gegangen. Am nächsten Morgen fiel ihnen bei der Auswertung der Aufnahme ein Geräusch auf, das sich von anderen deutlich abgehoben hat. Von der Tonhöhe her ähnelte es sowohl einem Froschgequake als auch einem Insektengesurre. Anschließend haben sich die Forscher auf die Suche nach der Quelle dieses geheimnisvollen Geräusches gemacht und kurz darauf diese winzige Amphibie entdeckt. Zwerglaternenhai. Unter dem Begriff Hai stellen wir uns etwas Riesiges und Blutgieriges vor, das scharfe Zähne hat. Und dieser Haifisch ist nicht nur erstaunlich klein, nämlich nur 20 cm lang, sondern leuchtet auch unter Wasser. Es handelt sich dabei um eine der seltensten Haiarten überhaupt. Sie kommt nur im Karibischen Meer, unweit der venezolanischen und kolumbianischen Küste vor. Aber das Spannendste am Zwerglaternenhai ist, dass er über seine eigene, quasi eingebaute Beleuchtung verfügt. Dies ermöglichen ihm die sogenannten Photophore, also spezielle Leuchtorgane, die an der Bauchseite sowie in den spitzen Stacheln vor den Rückenflossen des Hais liegen. Die Hauptfunktion der Photophore besteht darin, den Hai vor seinen Fressfeinden zu schützen, denn dank dieser Beleuchtung und Lichtreflexion verschmilzt er regelrecht mit seiner Umgebung und ist unter Wasser praktisch unsichtbar. Es ist eine Art Tarnkappentechnik, die von Mutter Natur höchstpersönlich erschaffen wurde. Tetrachylostoma calai. In der Natur scheint alles Kopf zu stehen. Während Regenwürmer eine Körperlänge von 3 Metern erreichen, stoßen Forscher auf Schlangen, die gerade mal 10 cm lang sind. Zusammengerollt könnte dieses Reptil auf eine herkömmliche Münze passen. Und es ist genauso dick wie eine Spaghetti. Diese Schlangenart wurde erst 2006 auf der Insel Barbados entdeckt, auf die ihr Verbreitungsareal beschränkt ist. Tetrachylostoma calai ist wie die meisten Vertreter der Familie der Schlangenblindschlangen seeunfähig. Denn die meiste Zeit verbringen sie unter Steinen und in Erdlöchern. Diese Schlange ist ganz leicht mit einem Regenwurm zu verwechseln. Doch sobald sie sich zu bewegen beginnt, wird sogar einem wissenschaftsfremden Beobachter klar, dass er ein Reptil vor sich hat. Und übrigens, sie wurde von ihrem Entdecker Blair Hedges nach seiner Frau Carla benannt. Etruskerspitzmaus. Vor der Entdeckung dieses Säugetiers, das als das kleinste der Welt gilt, waren sich die Biologen sicher, dass es keine Tiere geben kann, deren Gewicht unter 2,5 Gramm liegt, weil ein solcher Körper nicht über die erforderlichen Voraussetzungen verfügen würde, einen normalen Stoffwechsel zu gewährleisten. Es stellte sich aber heraus, dass sie falsch lagen. Die Etrusker-Spitzmaus bringt etwas mehr als 1,5 Gramm auf die Waage und ihre Körperlänge beträgt nur 3 cm. Aber damit ist die Rekordliste dieses Nagetiers, das zum Aufrechterhalten seiner Körpertemperatur nur 2 Stunden Schlaf pro Tag benötigt, noch nicht zu Ende. Die Etrusker-Spitzmaus gilt als eines der gefressigsten Säugetiere der Welt. Auch wenn es schwer zu glauben ist, benötigt sie täglich 300 und manchmal sogar 600% ihres Körpergewichts an Futter. Dabei bleibt die Etrusker-Spitzmaus winzig. Ihr habt wahrscheinlich auch einen Freund, der immer und überall Hunger hat, aber trotzdem der schlankste von allen eurer Kumpels ist. Dick-Dick. Bei der ersten Begegnung mit diesem faszinierenden Tier könnte man denken, dass es als Vorbild für den weltweit berühmten Weißwedelhirsch Bambi aus dem gleichnamigen Disney-Film gedient hätte. In Wirklichkeit ist es eine Antilopenart namens Dick-Dick. Ein ausgewachsenes Exemplar erreicht eine Körpergröße von 40 cm und wiegt höchstens 6 Kilo. Normalerweise aber noch weniger. Und einige nicht sonderlich große Exemplare können sogar auf die Handfläche eines erwachsenen Mannes passen. Entdeckt wurde dieser Winzling in der kenianischen Savanne. Aber wie wir alle wissen, trügt der Schein. Forscher behaupten, dass diese Mini-Antilope trotz ihres engelhaften Aussehens einen ziemlich martialischen Charakter hätte. Eine weitere interessante Tatsache ist, dass die Dick-Dicks ausschließlich paarweise leben und nur einen einzigen Lebenspartner haben. In der gesamten Zeit, in der die Biologen diese Tierart erforschen, haben sie keinen einzigen Fall registriert, wo ein Dick-Dick-Weib von einem fremden Artgenossen geschwängert worden wäre. Bienenelfe. Dieses Vöglein hat einen Herzschlag von 300 bis 500 Schlägen pro Minute. Er gilt als der kleinste Vogel der Welt und wiegt nur 2 Gramm. Diese Kolibriart kommt hauptsächlich auf Kuba vor. Trotz seiner winzigen Größe ist das Vögelchen unglaublich flott. Es kann eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreichen und führt seinen Schwirrflug mit einer Frequenz von bis zu 80 Flügelschlägen pro Sekunde aus. Es ist so schnell, dass das menschliche Auge es nicht wahrnehmen kann. Seine Flügelbewegungen verschmelzen zu einem Fleck. Und übrigens, auf Kuba trägt dieser Vogel den Namen Sunsun und gilt als Liebessymbol. Chihuahua.
Ihr habt sicherlich mindestens einmal in eurem Leben einen Chihuahua gesehen und bemerkt, dass er draußen wie Espenlaub zittert. Es liegt daran, dass der Chihuahua der kleinste Hund der Welt ist und die Fettvorräte in seinem Organismus nicht dafür ausreichen, die optimale Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Diese Hunde wiegen nur selten über 2,5 Kilo. Es ist schwer zu glauben, aber Chihuahua-Halter und Kinologen behaupten, dass die Vertreter dieser Hunderasse einen tapferen Charakter hätten und ihre Besitzer bei geringster Gefahr sofort verteidigen würden. Und übrigens, bei den Azteken galten diese Hunde als heilige Tiere, ähnlich wie die Katzen im alten Ägypten. Die mexikanischen Ureinwohner waren sich sicher, dass diese Tiere übernatürliche Kräfte besitzen würden. Sie wurden häufig bei religiösen Ritualen eingesetzt und neben ihren Herrchen begraben. Also, entgegen der verbreiteten Meinung ist dieser Hund nicht bloß ein Accessoire für eine Damentasche, sondern ein mutiger Beschützer, der in einem winzigen Körper gefangen ist. They are comfy. Psst, Leute, Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!